Hallo und willkommen zum Video-Lernzyklus Maßstab. In diesem Lernvideo geht es darum, dass du danach Textaufgaben allein lösen kannst, bei denen du den Maßstab berechnen musst. Also lass uns gleich loslegen. Du kennst ja schon Katharina und Lukas aus dem Intro-Video. Sie sind schon in Klagenfurt beim Miniaturenpark Minimundus angekommen. Erste Aufgabe. Das ist ja so toll hier, freut sich Katharina. Wir müssen uns unbedingt gleich die Freiheitsstatue ansehen. Normalerweise steht die ja in New York, aber wir können sie uns gleich hier anschauen. Lukas entgegnet, super Idee, und danach können wir gleich den schiefen Turm von Pisa besichtigen. Die beiden machen sich gleich auf den Weg zu den Sehenswürdigkeiten. Vor den jeweiligen Modellen findet Katharina jeweils eine Tafel mit der Originalgröße der Sehenswürdigkeit. Katharina fragt sich dann, in welchem Maßstab die Modelle angefertigt wurden. Kannst du ihr helfen? Berechne den Maßstab. Entnimm die Informationen aus den Schildern vor den Sehenswürdigkeiten. Die Modellgröße findest du neben dem Bild. Stoppe hier kurz das Video und versuche die Aufgabe selbstständig zu lösen. Falls du nicht ganz weiter weißt, habe ich ein paar kleine Tipps für dich, die dir helfen könnten. Danach präsentiere ich dir meine Musterlösung. Erster Tipp. Rechne zuerst in gleiche Einheiten um. Zweiter Tipp. Verwende den Zusammenhang, wie du von einer Planangabe auf eine reale Länge umrechnest. Dritter Tipp. Überlege dir, wie du von den Maßen des Modells auf die Originalmaße kommst. Die Zahl, mit der du multiplizieren musst, ist die Maßstabszahl. Musterlösung. Starten wir mit der Freiheitsstatue. Hier sind alle Angaben in derselben Einheit angegeben. Nun überlegen wir uns, ich multipliziere die Originalmaße oder auch reale Länge genannt mit der Maßstabszahl und erhalte die Maße des Modells oder auch Planangabe genannt. Also können wir das so veranschaulichen. Modellmaße multipliziert mit der Maßstabszahl ergeben die Originalmaße. Die Maßstabszahl erhalten wir also, indem wir die Originalmaße durch die Modellmaße dividieren. Wir rechnen, 93 dividiert durch 3,72 ist gleich 25. Daher ist 25 unsere Maßstabszahl. Der zugehörige Maßstab ist also 1 zu 25. Machen wir mit dem schiefen Turm von Pisa weiter. Rechnen wir zuerst alle Angaben auf dieselbe Einheit um. 57 Meter sind gleich 5700 Zentimeter. Die Maßstabszahl erhalten wir, indem wir die Originalmaße durch die Modellmaße dividieren. Wir rechnen 5700 dividiert durch 285 ist gleich 20. Daher ist 20 unsere Maßstabszahl. Der zugehörige Maßstab ist also 1 zu 20. Zweite Aufgabe. Lukas meint zu Katharina, jetzt wissen wir zwar, in welchem Maßstab die Modelle angefertigt wurden, aber welches der Modelle ist am stärksten verkleinert worden? Kannst du Lukas bei dieser Aufgabe weiterhelfen? Formuliere eine Antwort auf die Frage und begründe deine Entscheidung. Stoppe hier kurz das Video und versuche die Aufgabe selbstständig zu lösen. Falls du nicht ganz weiter weißt, habe ich einen kleinen Tipp für dich, der dir helfen könnte. Danach präsentiere ich dir meine Musterlösung. Erster Tipp. Ordne die Maßstabszahlen der Größe nach. Musterlösung. Hier siehst du nochmal alle berechneten Maßstäbe. Wir können erkennen, dass der schiefe Turm von Pisa weniger stark verkleinert wurde, weil hier die Maßstabszahl kleiner ist als jene der Freiheitsstatue. Die Freiheitsstatue wurde am stärksten verkleinert, weil hier die Maßstabszahl am größten ist. Also schreiben wir noch einen Antwortsatz. Die Freiheitsstatue wurde am stärksten verkleinert, weil hier die Maßstabszahl am größten ist. Von meiner Seite war es jetzt mit dem Video-Lernzyklus.
Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Bis zum nächsten Mal!